Heute muss ich mich ja ein bisschen schicker anziehen, wenn ich ins Büro gehe. Wir bekommen einen wichtigen Gast. Eines darf ich nicht vergessen, wenn ich ins Büro gehe, und das ist diese Säge. Das ist unsere Volontärin Love Day. Wahrscheinlich hat keine Volontärin jemals einen so schönen Namen gehabt bei der Deutschen Welle. Das ist unser Praktikant Stefan, der ist einen Monat oder zwei auch bei uns und unterstützt uns. Das ist Annie. Annie sorgt dafür, dass die Rechnungen bezahlt werden, dass die Akkreditierungen stehen und dass überhaupt der ganze Laden hier läuft. Heute war Karen Donfried bei uns zu Gast, die außenpolitische Beraterin von Präsident Obama, wenn es um Deutschlandfragen geht, wenn es um Europa geht. Sie ist also die Ansprechpartnerin beispielsweise von Herrn Heusgen, dem außenpolitischen Berater der Bundeskanzlerin. Ich habe mir lange überlegt, was kann ich tun, um Frau Donfried zu beeindrucken, denn sie gibt praktisch jeden Tag mehrere Interviews und natürlich vergisst sie diese auch schnell wieder. Was kann ich also tun, damit sie mich in Erinnerung behält? Und ich habe ihr nicht ein Taxi geschickt oder eine schwarze Limousine, um sie abzuholen und ins Studio zu bringen zum Fernsehinterview, das sie uns gegeben hat, sondern ich habe sie selbst abgeholt. Und das hatte den großen Vorteil, dass sie wirklich sah, dass ich mich um sie bemühe. Und zum anderen, wir hatten ein bisschen Zeit, um miteinander zu plaudern. Es muss um einen Inch gekürzt werden. Damit. Von der Länge passt's. So müsste es gehen. Zugegeben, es sieht vielleicht nicht perfekt aus, aber es hält. Ich tippe die Adresse von Gaithersburg ein, einem Vorort von Washington D.C. Dort muss ich heute hin, um meinen Führerschein, der abgelaufen ist, zu verlängern. Wenn ich meinen Führerschein verlängern möchte, dann brauche ich meinen alten Führerschein, dann brauche ich meine Social Security Number. Social Security Number ist eine Verwaltungsnummer, die jeder Amerikaner hat. Ohne die kann man hier gar nichts machen. Keine Rechnungen bezahlen, keinen Reisepass bekommen. Der Parkplatz ist ziemlich voll. Das kann dauern. Ich habe jetzt eine Nummer bekommen. Gerade ist B26 aufgerufen worden. Ich habe B42 bedeutet. Es kann sich noch um Tage, vielleicht Wochen handeln, bis ich in der Reihe komme. Das ist der Mann. Alter und mein neuer Führerschein. Er hat jetzt eine Laufzeit von einem Jahr. Ich habe ihn gerade erst bekommen. Zweimal musste ich herkommen, zweimal drei Stunden warten. Man muss es einfach mit Humor nehmen.